Hallo und herzlich willkommen zu Flüchtlingshilfe. Unbeholfener Flüchtling. Orlando hat mir neulich nicht ganz eindeutig angedroht, mich umzuprogrammieren, wenn ich nicht positiver bin. Ja, vor allem, wenn du nicht ruhig bist. Ich bin jetzt dran. So, was haben wir denn heute zu tun? Psst. Hey du, hier drüben. Wie ich hörte, hilfst du Leuten. Und da habe ich mich gefragt, ob du mir auch bei einem kleinen Projekt zur Hand gehen könntest. Na klar. Wenn ich kann, dann helfe ich dir. Kommt drauf an, was soll ich denn machen? Wo hast du das gehört? Genau, sprich dich ja gut rum, ey. Das klingt überhaupt nicht nach mir. Da hast du die falsche Person. Na klar helfen wir dir. Wenn ich kann, dann machen wir das. Perfekt. Also, hör gut zu. Weißt du, wer Orlando ist? Der sieht immer so toll und stylisch aus. Einfach nur total geheimnisvoll und cool. Ja, okay, das klingt gut. Was brauchst du denn von mir? Ich hab's eilig. Könntest du zur Sache kommen? Oh, das klingt, als wäre da jemand verliebt. Was? Nein. Ich? Wie peinlich. Stell dir das mal vor. Das ist ja zum Brüllen. Naja, erwischt. Was brauchst du denn? Das klingt vielleicht ein bisschen schräg. Ist es aber nicht. Versprochen. Du sollst nur ein Foto der Person für mich machen. So, kein Problem. Ich besorge das Foto. Und warum kannst du das Foto nicht selber machen? Wozu brauchst du denn ein Foto von der Person? Ja, mach doch selber, ey. Oh, das habe ich. Schon oft. Aber es ist den Leuten aufgefallen. Und jetzt versuche ich, im Hintergrund zu bleiben. Ach so. So. Na gut. Und wofür brauchst du das Foto? Weil ich der größte Fan dieser Person bin. Ist aber nicht für irgendwas Schräges. Ja, deswegen muss ich es ja auch betonen, ne? Na schön, geht mir nichts an. Ich besorge dir das Foto. Nee, erstmal sagst du mir, wofür das ist. Ach komm, Privatsache, ist okay. Oh, vielen, vielen Dank. Versuch, das Gesicht aufs Foto zu kriegen, aber mach es nicht so auffällig. Und falls man dich bemerkt, erwähne mich bitte nicht, okay? Mhm, okidoki. Also zu Orlando. Wo war denn Orlando? Der war irgendwo hier ganz hinten, ne? Ich habe zuerst gedacht, das ist irgendwie so ein, ja, weiß ich auch nicht, Mannsfrau, Frau, Mann. Ah, oh, wohl das coole Poster habe ich auch. Hier hinten muss das irgendwo gewesen sein. Ah, wie nennt man das? Androgyn, Androgyn, glaube ich, nennt sich das. So hier hinten, nee? Bist du Orlando? Nee, hä? Hier ist er doch. Schick. So, wollen wir hier mal ein Foto machen. So, mal bitte lächeln für die Kamera. Nee, brauchen wir nicht speichern, ne? Gibt ist okay. Es hier jetzt sogar Paparazzi? Na klar. Nun gut. Aber bitte halt dich damit möglichst zurück. Machen wir... Oh, halt, Moment. Pack das mal wieder ein. Vor allem, wie er sich hier gerade noch schön über den Anzug gestreift hat, ne? Schick. Wollen wir auch sehen. Ja. Der kennt das schon, dass man Fotos von ihm macht. So, dann mal schnell zurück. Eigentlich wollte ich ja die andere Quest machen, aber das ist jetzt so eine wöchentliche Aufgabe. Dass man hier, wie heißt das denn noch, kann ich ja mal schnell zeigen. Challenges, Begegnung in der Whitespring-Zuflucht. Eine habe ich, habe das nämlich am ersten Tag völlig verplant, verpasst. Das ist nämlich tatsächlich nichts von den täglichen Aufgaben, sondern hier diese Flüchtlingsarbeit, die man hier machen muss. So, wir sind fertig. Oh gut, du bist zurück. Ja. Hast du das Foto gemacht? Na klar. Ich hab's, jetzt schuldest du mir was. Ich habe ein komisches Gefühl, aber okay, hier ist ein Foto. Ich hab's mir anders überlegt. Die Sache ist abgeblasen. Wieso ein komisches Gefühl? Nee, ist doch völlig okay, ey. Du schuldest mir jetzt was. Wow, ein tolles Foto. Das wird das Herzstück meiner Sammlung. Mhm. Als wäre die Person direkt hier. Für immer. Kleiner Scherz am Rande. Nee, von wegen Scherz. Ey, bin von Orlando entfernt. Unbeholfener Flüchtling. Mr. Della Ripper kümmert sich nur um seine Briefmarken. Sonst gar nichts. Briefmarken? Wenn er doch wenigstens mal die Regale abstauben würde. Ja, bist du fertig? Ich will noch mal mit der reden. Was sagt die denn jetzt? Hey, du Fotoengel. Danke für die Hilfe. Fotoengel, ist das niedlich. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir wollen doch jetzt mal langsam mit den Quests weitermachen. So. Ich habe jetzt... Hier oben? Ach, das ist immer noch nicht ganz fertig.
Ich dachte, sie sind jetzt auch Herzen. Mein Chassis zerkratzt. Ja, ist ja gut. So, bring Fotos. Genau, da haben wir eine Aufgabe von Davenport bekommen. Das können wir auch hier abgeben. Das machen wir gleich. Und wir haben die andere Aufgabe noch. Mit Mike Tiller. Die müssen wir jetzt hier endlich mal abschließen. Machen wir das so einfach beides gleichzeitig. Und ich glaube, wir können sogar von Ward wieder eine neue Aufgabe kriegen heute. Schauen wir doch gleich mal. Und bei Crater wollte ich auch heute noch was schauen. Da soll nämlich irgendwie ein Roboter sein, der mir irgendwas ganz Tolles verkauft. Und den habe ich bis jetzt irgendwie noch nicht gefunden. Der soll bei Mac irgendwie sein. Da schauen wir auf jeden Fall auch gleich noch vorbei. So, aber erstmal jetzt hier. Einmal zu Ward. Der hat doch bestimmt wieder eine Aufgabe für uns, ne? Ja. Mit den Zündern. Endlich hat jemand den Mumm, uns zu helfen. Unser tragbares Energiemodul ist unersetzlich. Wenn du das zurückbringst, sind wir dir so dankbar, dass wir dich bezahlen. Na da, das klingt doch gut. Klar, klar. Ausgezeichnet. Zum Glück statten wir solche empfindlichen Sachen mit Tracking-Sendern aus. Ich kann dir den ungefähren Ort nennen, aber die genaue Position erhältst du erst, wenn du näher dran bist. Kennen wir schon. Kein Problem. Kein Problem. Achso, hier müssen wir das andere noch abgeben. Schön, dich zu sehen. Was brauchst du? Ja, was brauchst du wohl eher? Hast du Interesse an Fotos von Crater? Falls du Informationen über Crater hast, bin ich auf jeden Fall interessiert. Wir müssen die Raider stets im Auge behalten. Ich kann dir Kronkorken für die Bilder zahlen. Was hältst du davon? Klingt gut, klingt gut. Klar, klingt gut. Kronkorken sind nicht nötig. Ich freue mich, euch einfach helfen zu können. Wahrnehmung 12 plus. Schau dich um. Ein Raider-Angriff hält eure Verteidigung nicht stand. Ihr braucht diese Information, um vorbereitet zu sein. Charisma 8. Ich habe Leib und Leben dafür riskiert. Es sollte sich wenigstens lohnen. Ja, Leib und Leben, genau. Ich bin da einfach durchgebatschelt. Ja, klingt gut. Okay, bitteschön. Sag Bescheid, wenn du noch mehr davon hast. Je mehr wir darüber wissen, was in Crater läuft, desto besser können wir uns auf das vorbereiten, was sie womöglich planen. Pass da draußen auf dich auf. Und passt du hier drin auf dich auf. Fofilm, Stimpak, Railway, Wasser und Splittergranate. Okay. Und was war das andere? Zum Vorratsraum. Das war irgendwo hier hinten. Hier, da ist es. Da ist es doch schon. Da müssen wir, glaube ich, erstmal die Treppe runter, ne? Hier, glaube ich, war das irgendwo. Hier unten. Hier so. Hier ist es. Foundation Vorratsraum. Da mal rein ins Vergnügen. Haben die sich schon ausgesprochen? Nee, aber der ist auf jeden Fall schon da. Sehr gut. Tut mir leid, dass ich nicht sofort zurückgekommen bin. Ich hatte Angst, aber dann kam jemand von der Bruderschaft und... Wenn man vom Teufel spricht. Wie geil. Miau. Die Katze ist interessanter. Miau, miau. Mike hat uns eben erzählt, was da draußen passiert ist. Ich fasse es nicht. All die Jungs, einfach so. Das ist verdammt hart. Ich habe es immer noch nicht ganz verarbeitet. Ja, mein Beileid. Kann ich denn irgendwas tun, irgendwie helfen? Diese Waffen sind zu gefährlich. Das siehst du jetzt hoffentlich ein. Unfälle passieren, besonders wenn man mit hochexplosivem Sprengstoff herumspielt. Kann ich irgendwie helfen? Helfen? Tja, sieht aus, als hättest du unsere Waffen. Gib sie uns doch erstmal zurück. Wie gesagt, wir haben sie ehrlich gekauft. Ted, das reicht. Wir müssen mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Ich denke, wir sollten jetzt zu einer Einigung kommen. Wir müssen diesen Familien immer noch sagen, was passiert ist. Ich weiß, es ist schwer, in Zeiten wie diesen über sowas nachzudenken, aber ein Deal wäre wohl für uns alle das Beste. Also... Wenn ich das richtig sehe, willst du die Waffen mitnehmen. Aber das geht nicht. Sie waren viel zu teuer, um sie einfach so herzugeben. Woher sie ursprünglich stammen, spielt leider keine Rolle. Sie gehören jetzt uns, also bleiben sie auch bei uns. Ich würde sagen, mit Tashin sieht das anders, ne? Handle ein Abkommen mit Foundation aus. Stärke 4, wir behalten die Waffen, ihr versorgt uns mit Nahrung. Mit weniger gibt sich die Bruderschaft nicht zufrieden. Ja, das würde auf jeden Fall passen, ey. So schätze ich sie jedenfalls ein. Wahrnehmung 8, euren Leuten fehlt es nicht an Waffen, sondern an Disziplin. Überlasst uns die Waffen und wir bilden euch aus. Oh, das klingt auch gut. Intelligenz 8, diese Waffen sind viel zu gefährlich. Ein weiterer Unfall ist unvermeidbar. Ihr braucht keine Waffen, wenn die Bruderschaft euch beschützt und Foundation sollten die Waffen behalten. Sie gehören euch. Nee, wir nehmen hier was von.
Wir bilden euch aus. Tja, stimmt auch wieder. Wir sind nicht gerade für unsere Disziplin bekannt. Das stimmt. Mit der richtigen Ausbildung wäre das vielleicht nicht passiert. Okay, die Waffen sind bei euch sicherer. Aber was will die Bruderschaft im Gegenzug für die Ausbildung? Futter! Ihr könnt uns in Zukunft überschüssige Nahrungsmittel und Informationen über ungewöhnliche Waffen wie diese liefern. Ich will noch mal überlegen. Ja klar, Futter und Infos. Aber Liegestütze muss ich keine machen. Denn das wäre nun wirklich der Weltuntergang. Okay, wir liefern euch Vorräte und Infos über ungewöhnliche Tech. Und die Bruderschaft bildet uns in der Selbstverteidigung aus. Klingt für mich alles ziemlich fair. Ja, für mich auch. So, abgemischt. Aha, abgemacht. Liegestütze inbegriffen. Mal schauen, was er jetzt dazu sagt. Oh, scheiße. Danke für deine Hilfe. Bitte sag Paladin Ramani, worauf wir uns geeinigt haben. Danke nochmal. Ich freue mich schon auf zukünftige Geschäfte mit euch. Und zukünftige Liegestütze. Wie cool. Und hier Miezi ist mit inbegriffen. Miau, miau. Nee, die bleibt mal schön hier. Oh, voll süß. Sunny, Sunny. So, aber bevor es da jetzt hingeht, nicht hier lange rumdrehen. Wir wollen einmal nach Crate. Da wollte ich mal schauen, ob der Roboter jetzt endlich mal da ist. Ich war ja eigentlich schon die ganze Zeit total gut mit denen befreundet und alles, aber mal schauen, vielleicht ist er ja jetzt da. Der soll bei Mac stehen. Oh, bitte lass den heute da sein. Bin schon gespannt, was der hat. Ich will endlich mal wieder kaufen. Ich habe extra mein Gold wieder gespart. Und ja, nach Volt 79 war ich hier schon. Oh, warum bin ich da nicht gleich rein? Das vergesse ich jedes Mal. Weil ich mir Crater angucken will, ja. Hat sich aber nicht viel verändert. Aber da war der nicht da. Ich habe den beziehungsweise nicht gefunden. So, und jetzt mal ganz langsam einmal lunsen. Hier ist er nicht. Ist draußen gerade Tag? Hier ist er nicht. Wo ist eigentlich der Plan hin? Achso, ja, die sind ja nicht mitgekommen. Hier ist er auch nicht. Hier kann man Gold eintauschen. Apropos, kann ich heute Gold eintauschen? Ja, Tatsache, cool. Wo wir gleich mal ein bisschen Gold machen. So, wie viel? 400. Schön, schön. Und wo? Hier, da ist er da. Ich bin gerade aufgeregt. Alles durcheinander. Geh weg. Ich will da hin. Mortimer, wie viel Goldbahn tauschen? Ernsthaft, er ist da. Endlich ist er da. Hallöchen. So, wollen wir mal schauen. Tragekapazitätsbooster. Nein, Lunchboxen. Nein, diverses. Nein, Notizen. Notizen auf jeden Fall. Boah, der viel Zeug. Apothekerrucksack. Reduziert das Gewicht aller Camps. Echt cool, Sachen, nein. Sonst zu kriegen. Amco Munitionsherstellungsgerät? Dann brauche ich ja gar nicht weiter gucken, ne? Munitionsherstellungsgerät. Ja, klar. Das. Oh, wie cool! Kann ich endlich meine eigene Muni herstellen? Cool! Die Frage ist, brauche ich jetzt hiervon irgendwas? Bauplan Flodergranate. Wie cool. Fahrradtrainer. Oh, 1250! Dynamit. Das ist natürlich auch cool. Armdrückenmaschine. Chuck Wagon, heißt das so? Kochstation. Und Minigun Blaupläne. Ah, hier Hellcat-Baupläne. Wie cool. Hier Hellcat Jeff. Oh, 3000! Das ist aber hart. Terrastreuer. Munitionsumwandler. Wäre der vielleicht noch besser gewesen? So viel Gold habe ich aber gar nicht mehr. Wie cool. Oh, da kenne ich sogar schon was von. Cool. Also Munitionsumwandler, 1250. Das dauert dann noch einen Tag? Morgen, wenn ich wieder 400 kriege. Wie cool, der ist da, Mortimer. Wie schön. Das Problem ist nur, mein Camp kann gerade nicht angezeigt werden. Kann ich gar nicht bauen. Und wenn ich es nicht lerne, sowieso nicht. Erstmal lernen. Neu. Das sind Gewürzerwild. Fleisch und Tattoo-Eintopf. Achso, von der Whitespring-Zuflucht. Ja, schade. Die hätten mir mal ruhig das Rezept dafür geben können, ne? Armco-Munition-Herstellung. Wie cool. Kehre zu Davenport zurück. Ach, zu dem auch? Will ich aber gar nicht. Habe ich gar keine Lust drauf. Boah, habe ich heute viel zu tun, ey. Sprich mit Davenport. Kehre zu Davenport zurück. Ach, zu dem muss ich jetzt doch. Ach so. Okay, ist er sehr weit? Ja, ne? Ah, geh doch mal weg. 21 Kronkorken. Boah, teuer. Ist hier nichts in der Nähe? Ah, aber das andere Camp ist weg. Das ist gut. Dann kann ich das hier erstmal aktivieren.
Anstatt, dass man hier gleich draufgehen kann, ne? Das ist auch irgendwie komisch gemacht, ey. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir das abgeben? Ist das überall so teuer? Dann können wir erstmal hier hinreisen. Dann machen wir los. Dann geben wir das noch schnell ab. Und wenn wir das erledigt haben, dann können wir unser Camp aktivieren. Und dann können wir den Munitionswandler herstellen. Ne, Munitionshersteller. So rum. Aber ich glaube, dafür muss ich erst noch ein bisschen Platz in meinem Camp machen. Oh, heftig. Ich hab da mal so viel Zeug stehen. Noch ein bisschen was essen hier. Ach so, das macht gar kein Essen. Dann nehmen wir das hier. Und eine Luca Sherry. Nehmen wir auch noch. So. Lecker, lecker. Hui. Oh Mann, ey, voll cool. Voll cool. So, wie kostet das jetzt von hier? 8. 8 ist okay. Unter 10 ist okay. Ich will gar nicht wissen, wie viel 100 Kronkorken, hunderte von Kronkorken ich schon fürs Reisen ausgegeben habe. Gut, dass es diese Perk-Karte gibt. 30% ist auch nicht viel eigentlich, ne? Aber insgesamt macht das schon einiges aus, könnte ich mir so vorstellen. So. Wollen wir aber hier rein. Hier rein, schnell zu Temport. Zack. Ach, und ich habe neue Bilder gemacht. Kann ich euch gleich auch mal zeigen. Ich bin ja immer so stolz drauf. Ey. Ich nehme mir dann immer voll viel Zeit und mache das immer ganz schön und alles. Zeige ich euch gleich. Erstmal die Quest abgeben. Quest. Wer ist das denn? Die Aufseherin? Hier unten ist sie jetzt. Okay. Schön am Arbeiten. Da sind sie ja. Haben Sie die Fotos, um die ich Sie gebeten hatte? Ich habe die Fotos an jemand anderen verkauft. Was? Hätte ich gewusst, dass Sie das machen, hätte ich Sie gar nicht erst um Hilfe gebeten. Es gibt keine Belohnung. Ich bezahle niemand, dem man nicht trauen kann. Wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Bitte? Kann ich das jetzt nie wieder machen? Doch, ne? Na? Ja, was kriege ich denn jetzt? Gegenstandsbelohnung. 3 Staatsanleihen. Aber von ihm kriege ich nichts, ne? So, und jetzt ist er sauer, ey. Jetzt redet er nicht mehr mit uns. Kann man das jetzt nie wieder machen? Ernsthaft? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Hier redet auch nicht mehr mit uns. Alle sauer auf uns. Oh, fies. Richtig hart. Ja, dann beklaue ich euch. So, Pfeffer und Salz her. Gibt's hier noch mehr? Zucker nehmen wir noch mit. Oh, nee, das brauchen wir nicht. Noch Gewürze können wir noch mitnehmen. Und Gemüsestärke. Schön, gibt's Kleber. Sirup. Ach, ganz ehrlich, komm. Das Backfett nehmen wir auch noch mit. So, dann wollen wir mal das Camp aktivieren. Sehr schön, sehr schön. Heftig. Ist das jetzt für immer weg? Ich hoffe nicht, ey. Und dann mal schauen. Was packe ich denn mal ein, wenn das jetzt immer noch zu voll ist? Boah, ich habe extra schon die Dächer entfernt und alles, ne? Heftig, ey. Oh, Entschuldigung. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir jetzt so abreißen können, denn ich habe mich jetzt entschieden, dass ich mir doch was im Atomshop hole. Ja, die Valentinsdeko habe ich mir geholt. So, dann wollen wir mal schauen. Wieder Besucher. Neu, da ist er. Jo, Werkstattbudget ist überschritten. Die Frage ist, was reiße ich denn jetzt dafür ab? Eigentlich kann der Schaukasten weg, ne? Und weg. So, Muni-Automat. Können wir den irgendwo hier hinten hinstellen? Hier so. Und? Geht nicht. Echt? Noch mehr? Boah, wie muss denn hier weg? Diese ganze Deko kann eigentlich auch weg, ne? Kann ich ja in meiner Unterkunft bauen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das ist Nuka-Cola, das möchte ich eigentlich stehen lassen. Wenn nicht irgendwas anderes, was wir wegpacken können. Den hier benutze ich sowieso nicht mehr. Keine Ahnung. Hier, die Lampen können weg. Die braucht doch eigentlich eh keiner, oder? So, jetzt hier. Der ist wichtiger. Den packen wir hier hin. Immer noch nicht. Boah, sag mal. Wie viel Budget denn, ey? Ja, dann weg damit, ey. Weg damit. Reicht das jetzt? Komm schon, das muss doch jetzt endlich mal reichen. Ungefähr hier sind. So, jetzt aber. Und dann müssen wir den noch abschließen, würde ich mal sagen. So, zack. Bevor mir das jemand klaut. Halt, Moment. So, Terminal. Kannst du das mal bitte richtig
Wichtig anklicken. So, danke sehr. Willkommen beim Argo Munitionsherstellungsgeräte Interface. Dieses Gerät kann nahezu jeden gewünschten Munitionstyp herstellen. Ob Sie Tunichtgute erschießen oder die Freiheit Amerikas gegen die Seuche des Kommunismus verteidigen möchten, mit dem Argo MHAG können Sie es für kleines Geld richtig krachen lassen. Status: Derzeit wird 10 mm Munition hergestellt. Bitte wählen Sie einen Munitionstyp zum Herstellen auf. Muni wählen. Server antwortet nicht. Warum denn ausgerechnet jetzt? Nein, Verbindung getrennt. Dann probieren wir das auch einfach gleich nochmal. Spielmodi werden gesucht. Bitte warte, während die verfügbaren Spielmodi vom Server. Während wir verfügbare Spielmodi vom Server laden. Na, dann lad mal schneller, ey. Können wir uns hier wenigstens irgendwas anschauen? Nee, Fotogalerie vielleicht. Nicht mal die Fotogalerie, dann hätte ich euch jetzt schön die Bilder zeigen können. Ah, ja, dann warte ich mal, bis das wieder geht und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Das tut mir jetzt leid, aber naja, bis dann, ne? Tschüss!